Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwätzle mit Mafi. Heute bin ich zu Gast bei Tobias, alias Dieser Dad. Hallo. Bekannt als YouTuber, macht Musik, verschiedene Videos, hat um die 32.000 YouTube-Abonnenten, kommt viel rum, hat auch noch ein Buch geschrieben, dazu nachher viel mehr. Danke, dass ich da sein darf, Tobias. Gerne. Tobias, du hast Musik studiert. Du bist Klassenträger, weil irgendwann mal die Haare ausgefallen sind. Ein bisschen mehr als du, habe ich ja schon. Ja. Genau, und du machst auch in deinen Videos hauptsächlich Themen, die die Jungen auch beschäftigt. Und auch du möchtest wichtige Themen auch an die jungen Leute bringen, aber auch an die Älteren, wie man auch in deinem neuen Buch sieht. Genau, Entertainment. Das ist ein großer Lebensinhalt von dir. Den verbindest du auch mit deiner Musik, die du gerne machst, wie wir auch sehen, wir sind hier an deinem Klavier. Was bedeutet Entertainment für dich? Ja, Unterhaltung, Entertainment, ich nenne mich ja gerne auch Kommunikationskünstler. Und daran sieht man schon, was für mich Entertainment ist. Eigentlich Entertainment ist für mich die Voraussetzung dafür, dass mir die Leute zuhören. Okay. Also ich glaube, dass bei vielen anderen Entertainment, also bei vielen anderen Entertainern, Entertainment praktisch schon das ist. Und bei mir ist es eigentlich ein Vehikel. Also ohne, dass ich was zu sagen habe oder eine Botschaft oder einen Inhalt, hat es für mich wenig Sinn. Also jetzt nur Lachen wegen Lachen, das ist halt dann Comedy oder das ist dann so. Ne? Aber bei mir ist Entertainment praktisch das Transportmittel. Dann hören die Leute zu, sind gut gelaunt, haben wache Augen und dann kann ich auch mal was sagen, wo man dann hinterher vielleicht den Inhalt mitbekommt. Okay. Wie sehr hilft dir da deine Musik denn dazu, die du gerne machst? Kombinierst du das immer dann? Oder? Tatsächlich ist es so, dass ich auch bei, ich mache ja auch Shows, wie du weißt, auch für Unternehmen. Es gibt auch Shows, wo die Leute gar nicht wissen, dass ich nicht nur Moderator bin, sondern auch Musik studiert habe, wo ich dann frage, soll ich vielleicht auch noch ein Lied singen? Oh, sie können auch noch Musik machen. Also das kommt auch vor, dass ich es nicht tue. Ich tatsächlich fühle mich immer ganz wohl, wenn ich irgendwo an der Stelle auch ein Lied singen kann, weil ich natürlich, ja, ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Und letztendlich ist Musik eine von vielen Möglichkeiten, auch auf eine emotionale Weise eine Botschaft zu senden. Okay. Also ich mache auch nicht nur Musik wegen Musik, sondern es geht mir immer um den Text, immer um den Inhalt. Okay. Also insofern auch, da gilt dasselbe, was ich vorhin über Entertainment gesagt habe. Okay. Ja. Anfang November kommt dein Buch auf den Markt. Willkommen in Neuland. Ein Reiseführer für YouTube, Instagram und Co. für die ältere Generation. Erzähl doch mal kurz, um was geht's bei Willkommen in Neuland? Ja, also es ist ein Buch, was natürlich sich vor allem an Ältere richtet, weil die ganz Jungen dort eigentlich zu Hause sind. Also Neuland ist nicht das Märklin-Neuland, das war ja einfach die digitale Welt im weitesten Sinne. Neuland ist für mich die Jugendkultur im Internet und die habe ich kennengelernt dadurch, dass eben mein Sohn YouTuber ist, relativ erfolgreicher für sein Alter auf jeden Fall, und habe ich es als Vater kennengelernt, als Manager von ihm, weil es ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat, da gibt es dann irgendwie Kooperationen und Verträge, damit habe ich auch die wirtschaftliche Seite kennengelernt und jetzt seit einem guten Jahr auch selber als Aktiver, das heißt, ich hatte schon mal ein YouTube-Leben davor und das war nicht erfolgreich und das ist auch sehr gut, dass am eigenen Leib zu spüren, wie sowas funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Genau, und diese ganzen Erfahrungen, die standen ein bisschen im Gegensatz zu dem, was meine Generation meiner Meinung nach über die Medien von diesem Neuland erfährt. Und deswegen dachte ich, ja, also man macht es ja auch bei Ländern so, man redet nicht, ja, die Araber sind so und so, sondern wenn man wirklich was darüber lernen möchte, dann fährt man entweder hin. Oder man hört sich was von jemandem an, der mal da gewesen ist. Und so wäre meine Hoffnung auch, dass sich die ältere Generation das anhört von jemandem, der mal da gewesen ist. Und ich glaube, ich habe einen relativ umfangreichen und realistischen Blick auf das Ganze. Okay, ja. Ja, gerade wenn wir bei dem Thema sind, die junge Generation. Für die Leute, die vor den 90, oder in den 90er oder da davor geboren sind, sind ja relativ analog noch aufgewachsen. Da hat man beim Nachbarn geklingelt, ey, komm raus, wir gehen eine Runde kicken. Findest du, ist das heute nicht mehr ganz so? Durch WhatsApp und Co. schickt man sich eine Nachricht, ey, was machst? Ja, ich glaube, dass vieles... Faulheit, oder ist das... Naja, also ich
Ich glaube, und das ist so ein bisschen, ich darf es mal hier kurz in die Kamera halten, das macht man ja so, ne? Ich glaube, so ein Anliegen in diesem Buch ist auch zu zeigen, was ist eigentlich der Unterschied zu der Zeit, in der wir Ältere jetzt aufgewachsen sind. Übrigens ganz interessant, also ich glaube, die ganz viele Missverständnisse über Neuland sind gerade bei denen, die schon mit dem Internet aufgewachsen sind, weil die denken nämlich, ja klar, ich mache doch Facebook und Twitter schon so viele Jahre, was will mir jetzt einer erklären, was das Internet ist? Und ich glaube, das Faszinierende ist, dass tatsächlich diese Jugendkultur im Internet, deswegen ist es ja auch eine Jugendkultur, ist nochmal was ganz anderes. Also gerade Facebook zum Beispiel gibt es da gar nicht mehr. Und es gibt auch auf Instagram oder YouTube eine ganz andere Verhaltensweise von den Jungen als von den Alten. Und ja, wir sind analog aufgewachsen, aber meine Frau erzählt zum Beispiel, dass sie nach der Schule erst mal 3 Stunden mit ihrer besten Freundin telefoniert hat, neben der sie den ganzen Vormittag gesessen hat. Okay. Ja, und dann bist du halt heute im WhatsApp-Chatroom. Also ich will sagen, es gibt ganz viele Bedürfnisse und Dinge, die jetzt, wir reden ja hier wirklich von der Jugend, also den 14- bis 25-Jährigen im weitesten Sinne, dass ganz viele Bedürfnisse sich überhaupt nicht geändert haben, nur auf eine andere Weise befriedigt werden. Und also wenn ich jetzt meinen Sohn anschaue, dann ist es so, dass die viel über WhatsApp kommunizieren und viel auf Social Media Freundschaften pflegen, aber natürlich genauso auch noch an den See sitzen und feiern. Ja. Und so. Okay. Ja. Glaubst du dann, dass die ältere Generation sich schwerer tut, sich in Neuland mit einzufügen oder mit umzugehen, jetzt gerade mit WhatsApp, oder wie siehst du das? Es kommt auch an. Also ich glaube, man muss sich mal eine Sache vergegenwärtigen. Das iPhone, also das erste Smartphone, das populäre, ist vor 11 Jahren auf den Markt gekommen. Das heißt, das ist auch was ich in meinem Buch beschreibe. Als meine Tochter geboren worden ist, oder als die so 13, 14, 15 war, da gab es das noch nicht. Und bei meinem Sohn gab es das schon. Und das ist ein enormer Unterschied. Und es ist wirklich innerhalb von 4, 5 Jahren ist da eine komplett neue Welt entstanden, in der sich Jugendliche bewegen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Welt ist, und das hatten wir so vorher noch nicht, durch diese Geschwindigkeit ist das eine Welt, in der sich die Jungen viel besser auskennen als die Alten. Okay. Und der auch die Alten teilweise Befürchtungen haben, die nicht so viel mit dem zu tun haben, wie es den Jungen geht, sondern mit ihnen selber. Also das ist meinetwegen Werbung. Die Jungen, die sehen sofort, wenn was Werbung ist. Ja, die Alten denken, oh, das ist ja alles nur Werbung und das ist Manipulation und die armen Kinder. Und die oder Datensicherheit. Die Kids sind teilweise so, da hat man ein Kennzeichen gesehen in dem Video oder was auch immer, keinen Namen, kein Profilbild, haben Kanäle, wo sie selber nicht zu sehen sind. Also ne, die Eltern, die stellen die Kinderbilder auf Facebook, haben überhaupt kein Problem damit. Also ich glaube, manchmal verwechseln die Erwachsenen ihre eigene Unfähigkeit, mit Neuland umzugehen, und haben deswegen Angst um ihre Kinder. Dabei müssen sie es halt erstmal selber checken. Okay. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Insofern haben sie es schwerer, weil es einfach auch so schnell gegangen ist. Ja, das Richtige. Und teilweise, das, was ich vorhin angedeutet habe, weil sie eben glauben, das habe ich irgendwo, habe ich diesen schönen Satz, eines der größten Geheimnisse von Neuland ist eben, dass die Schwierigkeit oft darin besteht, dass man glaubt, schon dort zu sein, dabei hat man noch nicht mehr die Eingangstür. Ja. Also wie bei Harry Potter, diesem Gleis 9¾. Genau, ja. Wenn du nicht weißt, dass es das gibt, dann denkst du halt, du kennst die Welt. Dann ist halt Neuland, Facebook und Twitter. It's not. Ja. Das ist interessant, ja. Zwischendrin mal eine Frage, mal weg von Social Media und Neuland. Heimat. Bist hier zu Hause am Bodensee. Was bedeutet Heimat für dich? Also ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, das schon. Aber Heimat sind eigentlich Menschen, Situationen, die mir vertraut sind, und das ist eigentlich egal. Also ich habe zum Beispiel Freunde in New Jersey, die ein wunderschönes Haus am Lake Winnipesaukee haben, und wenn ich dort bin, da war ich jetzt vielleicht 5 Mal in meinem Leben, aber dann fühle ich mich da trotzdem daheim. Also okay. Das ist auch so eine innere Haltung. Ja. Konstanz ist natürlich in vielen Punkten mir sehr vertraut. Und ich hätte mir früher nie vorstellen können, hier wegzugehen. Dann habe ich zwischendurch gesagt, in Konstanz lässt sich es wunderbar leben, solange man oft genug wegkommt. Ja. Ich war im letzten Jahr 56 Nächte nicht in Konstanz, und das ist für mich ein guter Schnitt. Also das braucht man.
Einerseits hat sich hier in Konstanz auch so viel verändert in den letzten 50 Jahren, dass also man auch einfach, wenn man über Heimat spricht, immer auch mal respektieren muss, das, was vielleicht vor 20 Jahren die Heimat war, es sieht halt heute anders aus und das ist ja auch gut so. Also Heimat ist auch im Wandel. Und vielleicht, um diese kritische Sicht noch ein bisschen auch mal zu nennen, es ist kein inspirierender Ort für mich mehr. Okay, selbst der Bodensee nicht? Der Bodensee ist ein sehr beruhigender und schöner Ort, den ich nicht missen möchte. Und der Blick aufs Wasser macht sehr ruhig. Ja. Und das ist sehr schön, das kann ich auch gut gebrauchen. Mhm. Aber Inspiration gibt es hier relativ wenig. Und es ist auch wenig, das merkst du auch in der Kultur, in der Kunst in Konstanz. Es ist sehr viel... wenn du hier was wagst, kriegst du nicht viel Unterstützung. Okay, ja. Und es gibt relativ wenige Leute, die hier wirklich was Aufregendes machen. Also für mich war jetzt zum Beispiel Urban Skills, das war jetzt sowas, wo ich dachte, ja. Das ist, oder auch Restaurants, ich mache jetzt keine Werbung, aber das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist jetzt für mich ein Restaurant in Konstanz, wo ich sage, das hat wirklich was Inspirierendes. Okay, alles andere sind Ketten, nett, gut, alles gut. Ich gehe da auch gerne hin. Und also im Wohnzimmer war ich zum Beispiel noch nie. Aber es gibt wirklich wenig, wo ich denke, wow, das haut mich jetzt mal so ein bisschen aus der Bahn oder sagt mir, hey, guck mal, das kannst du auch geben. Und dann, also das ist für einen Künstler oder für einen kreativen Menschen ein schwieriges Pflaster, muss man sagen. Okay. Du hast schon ein Video gemacht, da hast du deine 10 Autos, die du jemals besessen hast oder eben das 10. Auto jetzt besitzt. Mhm. Da war unter anderem dabei ein Volvo V70, ein Renault Kangoo und jetzt und ein VW Käfer genommen. Mhm. Und jetzt fahrt ihr ein Tesla Model 3. Mhm. Wie würdest du so im Nachhinein betrachtet, wenn du jetzt den VW Käfer als erstes richtiges Auto, wo du hattest, wenn du den neben den Tesla Model 3 stellst, wie würdest du so den Fortschritt der Technik und auch gerade was Fahrzeuge angeht oder Autos angeht, wie siehst du das? Das ist eigentlich ganz witzig. Also mein Kanal, dieser Dad auf YouTube, hat ja zwei Kategorien von Videos, die besonders gut ankommen. Das eine ist Solarenergie, beziehungsweise ganz konkret, es muss immer konkret, Solaranlage, ja? Okay. Wechselrichter, ja. Powerwall, es geht um Produkte, das interessiert die Leute. Und das andere ist tatsächlich Elektromobilität. Mhm. Und ich habe mit Autos mein ganzes Leben nie was zu tun gehabt. Ich habe die immer gefahren, ich konnte die nicht behandeln. Das ist, darum geht es auch in dem Video. Mhm. Ich habe vergessen, Öl nachzufüllen. Die sind mir verreckt, einfach weil ich bin ein schlechter Auto-Mensch. Ich wasche das auch nicht jeden Samstag und wenn ein Kratzer drin ist, ist es mir egal. Okay. Ich habe noch nie einen Kotflügel wegen einem Kratzer lackieren lassen oder sowas. Nee, Quatsch. Also, das ist für mich ein nützliches Objekt, was mich von A nach B bringen kann und mein E-Piano muss einpassen. So, das ist mal dazu. Also eigentlich wirklich kurios, dass ich ausgerechnet mit diesem Thema teilweise eben 30, 40, 50, 60.000 Leute erreiche. Ja. Mit meinen früheren Themen habe ich vielleicht 200 erreicht oder 3.000 mal. Ja. So. VW Käfer, Tesla, naja, ist eigentlich ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, wenn der VW ID rauskommt, dass der so ein bisschen dann die heutige Form des VW Käfers sein sollte. Halt leider immer noch ein bisschen teuer. Wobei man bei einem Auto auch nicht... wir müssen komplett anders denken. Die Leute denken, auch wenn jetzt dieses VW ID 3 rauskommt oder der Tesla, der kostet ja 10.000 Euro mehr als... Ja. Also das eine ist Umweltgeschichte, gut, da gibt es natürlich auch solche und solche Meinungen. Aber das andere, also... Niemand denkt darüber nach, was es ausmachen würde, wenn ein Auto einfach doppelt so lange hält. Da relativiert sich der Preis sofort. Ja. Ja? Oder wenn die Betriebskosten, und das habe ich ja auch in einem Video ausgerechnet, wenn die Betriebskosten viel geringer sind, was es schon nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren für einen Unterschied macht, auch da relativieren sich 10.000 Euro am Anfang sofort. Ja? Insofern muss man da so ein bisschen mal eine andere Brille aufziehen. Auch wir haben jetzt ein Modell von Autos, da möchte ich übrigens Werbung machen, das ist mir zu wenig geguckt. Ich habe mal ein Video gemacht, Elektrofahrer testen einen Verbrenner. Okay. Ja, also das ist praktisch schon mal die Geschichte mal umgedreht, also eigentlich eine kleine Satire. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Also, okay. Weil man da sieht man mal diese ganze
Art, wie wir einfach mal das Denken anders machen müssen. Ja? Und das eigentlich beim Verbrenner, und da war natürlich der Volkswagen genauso, dass das halt ein ganz anderes Modell ist. Man hat ein Auto gebaut, was man immer wieder hinfahren muss zur Werkstatt, wo man Öl reinfüllen muss, wo das und das. Aber es war der Käfer war ein gutes, altes, ehrliches Auto vom Lande, ja, wo du vorne aufgemacht hast, hinten aufgemacht hast, das ist auch noch witzig, ja, hat genauso einen Frunk gehabt wie der Tesla jetzt. Und da war ein Motor und da waren Zündkerzen und da hast du noch verstanden, wie dieses Ding funktioniert. Ja. Und bei den heutigen Verbrennern ist halt Elektronik und das muss gesteuert werden und das damit das überhaupt noch funktioniert. Und das ist halt, da muss man sagen, da ist jetzt der Tesla wieder eigentlich wieder viel näher an dem VW mit einer anderen Technologie. Nicht nur, weil man vorne aufmachen kann und einen Koffer reinlegen, sondern weil es von der Antriebsart wieder viel einfacher ist. Also natürlich ist da Elektronik drin und so ein Ding, aber letztendlich, du brauchst keinen Auspuff, ja, du brauchst keine Lambda-Sonde, du musst nicht einen Einspritzer, elektronisch, Injection, blablabla, sondern es ist halt, ja, es ist ein großer Akku, da kommt Strom in den Elektromotor und damit werden die Räder angetrieben, du hast kein Getriebe, ja, du musst nicht schalten, auch kein Automatikgetriebe, was kaputt gehen kann. Also, da bist du eigentlich wieder viel einfacher bei so einem Basic wie vielleicht der Käfer, so ein richtig schönes Basic-Verbrennerauto gewesen ist. Oskar, euer Sohn mit 17 Jahren und ca. 453.000 YouTube-Abonnenten, erfolgreicher YouTuber, und ihr habt schon gemeinsam einige Videos gemacht, einige Projekte. Ihr wart zusammen auf der Gamescon, ihr macht auch sonstige Ausflüge oder auch behandelt gewisse Themen gemeinsam. Doch wie wichtig ist dir das, dass ihr auch sowas zusammen macht, solche Projekte, unabhängig vom Alltag als Papa und Sohn? Stärkt das Vater-Sohn-Verhältnis oder ist es schon so, dass ihr euch da manchmal ein bisschen auch in Clinch kommt oder so? Oder? Klar, ja? Also wir natürlich kommen wir in Clinch. Ich finde es lustig, dass du diesen Gegensatz aufmachst. Also für mich ist es natürlich, also für mich ist Vater-Sohn-Verhältnis genauso wie Vater-Tochter-Verhältnis übrigens, wie überhaupt Verhältnis ist, was zusammen machen. Mhm. Also das ist so bin ich. Also für mich ist es immer was machen miteinander. Und was gibt es Schöneres, als eine Leidenschaft zu teilen, wie zum Beispiel Videos zu machen oder Entertainment, Kommunikation und das gemeinsam zu tun. Und insofern unterscheidet sich das auch nicht so viel von anderen Eltern, die mit ihren Kindern auf den Fußballplatz gehen. Mhm. Also es gibt auch Mütter, die mit ihren Töchtern auf den Fußballplatz gehen. Ja. Und einfach was zusammen machen, das ist auch das. Ich habe sogar auch darüber mal eine Umfrage gemacht unter meinen hauptsächlich jugendlichen Instagram-Followern. Auf YouTube sind nämlich schon viele Familienväter dabei, muss man sagen. Ja. Aber die auf Instagram, die haben eben auch gesagt, was sie sich von einem Vater zum Beispiel wünschen, und das ist eben, dass er was mit ihnen macht. Und insofern, und der zweite Punkt ist, was ich toll finde, ist, dass ich von meinen Kindern inzwischen lerne. Also auch von der Großen, die ja schon Psychologie-Bachelor abgeschlossen hat, also und jetzt einen Master macht in Statistik. Und das ist natürlich, ich finde es immer sehr wichtig, Anregungen zu bekommen. Deswegen auch dieses ganze YouTube-Thema, diese ganzen jungen Leute, mit denen ich dank Oskar zu tun haben kann. Das ist super spannend. Ja, kommen wir nochmal zu deinem Buch. Willkommen in Neuland. Du gehst Anfang November auf eine Lesetour quer durch Deutschland. Mhm. Wo sieht man und hört man dich denn da überall lesen? Das ist eine kleine Promotour sozusagen. Und ich dachte, ich gehe mal in die Städte, wo wir auch sowieso oft sind und wo wir auch viele Kollegen oder andere YouTuber kennen, wo ich auch Hoffnung habe, dass jemand kommt. Und zwar wird es am Erscheinungstermin, also am 5. November in Köln sein, bei der Gute Botschafter Agentur. Okay. Am Tag drauf, am 6. in Hamburg, im Jungen Hotel, das ist in St. Georg beim Bahnhof. Und dann, was ich sehr schön finde, am 8. also am Freitag in Berlin, im Volkswagen V-Space. Okay. Das ist ein ganz schöner Ort. Genau, und wie viel da gelesen wird, ist die Frage. Das ist ja das Schöne bei diesen Internetgeschichten. Du kannst ja nicht wissen, wie viele Leute da kommen. Also
der Oscar hat auch schon, der Oscar wird dabei sein. Mhm. Und das macht die Sache noch schwieriger, weil, also wenn der auf der Gamescom Autogrammstunde hat oder wenn der im Alexa in Berlin seinen Merch vorgestellt hat, da kamen dann auch mal 300-400 Leute. Okay. Ich habe jetzt Räume, wo man, wenn 50 kommen, sich schön hinsetzen kann, mhm, und ich lese was vor und vielleicht singe ich auch was. Ich mache nämlich gerade noch ein Lied, mhm, was Willkommen in Neuland heißt, was dann, okay, am 12. rauskommen wird. Aber wenn jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz viele Leute kommen, dann kann man in den Räumen auch einfach nur quatschen, Fotos machen, mhm, Bücher signieren und vielleicht eine kurze Ansprache, aber dann, mhm, bringt es nichts. Dann, okay, macht man auch keine Stühle. Mhm. Also das ist einfach so ein bisschen, ja, muss man, so viel zum Thema Perfektion. Du kannst die Dinge nicht planen. Ja. Vergiss es, mach es einfach nicht, sondern lass dich drauf ein. Und am 12. werden wir das noch in der IHK hier in Konstanz machen. Mhm. Also beim Bodenseeforum, mhm, in der IHK. Und da, denke ich, werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen lesen und, ja, interaktive Elemente drin haben und so. Okay, schön. Mhm. Wunderbar. Ansonsten kann man das Buch natürlich auch jetzt schon übrigens bei Amazon vorbestellen. Ja. Und dann später natürlich im Buchladen des Vertrauens bestellen. Ja, dieser Dad, Tobias, vielen Dank für das nette Schwätzle und ich wünsche dir viel Spaß vor allen Dingen auf deiner Promotour gemeinsam mit Oskar und dass sich natürlich das Buch ja, viel verbreitet und viele der älteren Generationen in Neuland ja vielleicht ein bisschen Fuß reintreten können und sagen können, ja, das wusste ich jetzt noch nicht. Mhm. Auf, ja, YouTube kann man ja auch gute Videos zum Handwerken und so weiter anschauen. Das wussten die vielleicht vorher noch nicht. Da gibt es vielleicht sogar tatsächlich einen Tipp, der ist mir, ja, erst später gekommen. Wenn du jetzt praktisch auf YouTube gehst, mhm, und bist nicht angemeldet, mhm, dann siehst du ja erstmal, also YouTube, das wissen ja viele nicht, man geht ja da nicht hin und sucht was, sondern es, mhm, wird einem was vorgeschlagen. Ja. Und wenn man da sozusagen jungfräulich draufkommt, dann wird einem halt der Schrott vorgeschlagen, der mainstreammäßig am erfolgreichsten, mhm, ist. Und ich denke, viele aus meiner Generation, wenn die dann da hinkommen und dann sehen die das, dann denken die, oh Gott, YouTube ist nichts für mich. Mhm. Ja, deswegen gibt es hier hinten einen Reiseführer, das sind so 15 Seiten, teilweise auch von Funk, mhm, was das YouTube von öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist. Okay. Ja. Und das sind alles Sachen, die, ja, da gibt es Dokumentationen und Wissen und solche Sachen. Und mal ganz blöd gesagt, wenn man diese Kanäle mal besucht hat, dann hat der Algorithmus schon gelernt, was einen interessiert. Mhm. Und plötzlich ist YouTube ein Wissensfernsehen. Ja, es geht ganz schnell. Man muss nur mal die richtigen Kanäle suchen. Plötzlich wird einem nur noch Sachen vorgeschlagen, die irgendwas mit Wissen, mit Dokumentation, mit interessanten, mhm, Dingen zu tun haben. Insofern, also das wäre so für mich so ein guter Einstieg für Erwachsene oder für meine Generation, die auf YouTube gehen und denken, oh, das ist nichts für mich. Ja, einfach mal. Wenn man mal so ein paar Schritte gemacht hat, plötzlich, das Interessante an dem Land ist, es beginnt sich plötzlich so zu verformen, dass es einem gefällt. Ja. Ja, wunderbar. Ja, dann hoffentlich hat euch unser Schwätzle gefallen und klickt auch mal rein bei dieser Dad und bis bald und tschüss. Ciao.